Auf Automessen hat er bereits viel Anerkennung bekommen. Der neue 911 hat selbst die Hardcore-Fans auf seine Seite ziehen können. Einen 911 auf den Markt zu bringen, ist für Porsche keine leichte Übung. Der Nachfolger einer Sportwagen-Ikone hat es immer besonders schwer. Denn jeder beäugt den Neuen immer äußerst skeptisch, ob er denn ein würdiger Nachfolger ist. Positiv ist, dass auch in der 7. Generation die Designer keine Experimente in Sachen Formgebung gewagt haben. Die typische 911-Silhouette ist geblieben. Lediglich einige Details wurden behutsam verändert. Bei genauem Betrachten fällt auf, dass die Front flacher ausfällt und die Scheinwerfer wieder etwas steiler stehen. Beides war nötig, um einen besseren Fußgängerschutz zu erreichen. Der neue 911 hat knapp 6 cm in der Länge zugelegt und misst nun 4,49 m. Dafür gibt es unter der Heckklappe grundlegende Neuerungen. Porsche folgt dem Downsizing-Trend. Doch kein Grund zur Sorge, auch wenn der neue Carrera mit 3,4 Liter Hubraum 200 Kubik weniger als der Vorgänger hat, hat er mehr Leistung zu bieten. 350 PS bei einem um fast 2 Liter niedrigen Verbrauch als der Vorgänger. Beim Carrera S bleibt zumindest in Sachen Hubraum alles beim Alten, 3,8 Liter. Dafür leistet der Motor nun 400 PS und ist ebenfalls genügsamer. Beim Getriebe geht Porsche einen neuen Weg. Erstmals kommt im Basismodell eine manuelle Schaltung mit 7 Gängen zum Einsatz. Alternativ kann auch das bekannte 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe geordert werden.